So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Toji TV. Ich bin euer Toragon 137 und ja, wie ihr schon gesehen habt, ich bin abgestürzt. Unglaublich, ich habe gepennt, ich habe Scheiße gebaut, am Goldenen Tempel ins Gemüse gefallen. Jo, deshalb, wie es das Reglement vorschreibt, nochmal Neustart. Gut. Wir sind hier in Afghanistan, Islamabad. Und fliegen von hier aus jetzt erst einmal zur Faisal-Moschee, die ganz in der Nähe östlich liegt. Und von da aus geht's dann zum Goldenen Tempel. Und zum Indira Gandhi International Airport. Soweit der Plan. Wenn ich es nicht wieder verkacke. Sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich. So. Die Moschee sieht man sogar von hier schon hinten an den Bergen. Das leichte Leuchten dort. Ja, mit dem Licht ist es auch nicht besser. Na gut.
Also schon schön detailliert gemacht. Kann man nichts sagen.
So, und jetzt sind wir wieder in Indien. Also gerade eben den Fluss überquert, der Indien und Afghanistan teilt, trennt. Ja, ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Ha. Da drüben seht ihr die Ausläufer des Hindukusch-Gebirges. Eigentlich wollte ich das überfliegen, aber das passt von der ganzen Routenplanung her leider nicht. Werden wir wahrscheinlich auf dem Rückweg machen. In ein paar Monaten.
So, jetzt überqueren wir den Fluss Beas. Ist auch nicht mehr sehr weit bis zum Goldenen Tempel, glaube ich. Mal gucken. Wie gesagt, vorhin bin ich da tatsächlich abgestürzt, weil ich Scheiße gebaut habe. Zur Erklärung, ich kann aktuell keine Screenshots machen. Normalerweise drückst du auf dem Xbox-Controller hier diese Taste und dann machst du einen Screenshot. Aber die werden bei mir nicht mehr hochgeladen, funktioniert irgendwie nicht mehr. Also mache ich das am Handy. Und da bin ich vorhin ins Gemüse gefallen. Oh, diese scheiß Erkältung, ey. Nein, kein Corona.
Okay, eigentlich passt das Hindukusch-Gebirgsmassiv nicht ganz in meine Reiseplanung, aber wenn ich mir das da drüben so anschaue, den Schnee da oben, da muss ich hin. Das geht gar nicht anders. Das heißt, wir fliegen jetzt zum Goldenen Tempel. Dann. Ich muss die Reiseplanung nochmal überarbeiten. Ich glaube, wir wollen ja nach Lukla morgen. Vielleicht fliegen wir einen Riesenbogen über das Gebirge. Von da aus nach Lukla. Mal gucken. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier den Goldenen Tempel an. Der müsste hier voraus sein. Und diesmal fallen wir nicht vom Himmel. Nehmen wir das Speed raus, Landeklappen raus. Ihr seht schon, ich stelle auch die Trimmung ein. Da unsere Speedy ja wirklich zickig wird, wenn man ihre Landeklappen ausfährt. Mit einem Grund, weshalb ich von abgestürzt bin. Aber meine Schuld, ich habe Kacke gebaut, definitiv. Da kann das Flugzeug nichts für. Kicken, was wir da machen können, nicht wahr? Einen Schluck Kaffee, bevor wir wieder abstürzen. Feuerball! So blöd zum Saufen. Die ist so scheißzickig, wenn die Landeklappen draußen sind. Das ist der Hammer. Okay, jetzt fliegen wir geradeaus, nicht wie vorhin. Dann fliegen wir noch mal eine Runde. Das mache ich jetzt Screenshot. Passt mal auf. Natürlich hängt sich gerade hier der Screamer auf, perfekt. Jetzt fliegen wir auch einmal drumherum. Klappen rein. Jetzt trimmen wir wieder runter. Jetzt fliegen wir einmal drumherum. Jetzt will ich mir nochmal anschauen, richtig. Das Kleine mit seiner goldenen Kuppel tatsächlich beeindruckend. Wir haben ihn jetzt gesehen, ja. Ohne Crash.
So. Wie weit ist denn bis zu unserem Ziel? 212 Meilen. Was machen wir mit dem Gebirgszug? Der liegt einfach nicht auf der Route. Er liegt nicht mehr auf der Route. Wenn ich das mitnehmen will, verliere ich bestimmt 3 Tage. Wir fliegen mal hin. Müssen Sie nur mal da am Rand dran vorbeifliegen und dann geht's weiter Richtung Delhi. So machen wir's. Okay, was meint ihr? Kann ich mir einen Kaffee holen, ohne dass er abstürzt? Versuch's mal, drückt uns die Daumen, ich brauch so einen Kaffee. Seit 4 Uhr wach. So, also wer die Spitfire kennt, weiß, sie hält die Höhe nicht, weiß, sie hält die Kurs nicht. Ich hatte Glück, noch nicht abgestürzt, sehr gut. So, also, wir schauen uns jetzt das Gebirge mal an. Das sieht einfach fantastisch aus da mit dem Weiß und das will ich mir jetzt anschauen.
fängt dieser Scheiß mit dem Grafikbacken schon wieder an, oder was? Das jetzt hier anfängt, dann drehen wir direkt rum. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Landeplatz weit weg ist. Fuck. Oh. Bei meinem Glück lande ich jetzt wahrscheinlich als nächstes in Lukla mit einem weiteren Crash. Okay, jetzt wird es langsam eng, was die Maximalhöhe angeht. Da kommen wir gleich in Schwierigkeiten, das wird jetzt lustig. Hammer, sieht aber Hammer aus hier, sieht einfach Hammer aus. Hat sich gelohnt.
Starke Turbulenzen, der Motor fängt an zu stottern. Wir treiben jetzt einfach weiter hoch. Wir wollen hier auf die Spitze. Okay, jetzt wird's problematisch. Ich kann nicht so schnell hoch, wie ich den Berg näher komme. Das Problem hatte ich bis jetzt noch nie. Ich kann auch nicht mehr unbegrenzt hochziehen, damit Leistung fehlt. Boah, scheiße. Geschwindigkeit achten, solange wir über 100 Knoten sind, ist alles relativ okay. Uiuiui. Ich wollte eigentlich in den subtropischen Bereich fliegen, jetzt bin ich hier im ewigen Eis unterwegs. Okay. Sieht aber Hammer aus, lohnt sich. Lohnt sich. Wow. Einfach wow. Ich muss einmal nachgucken, das müssen eigentlich schon die Ausläufer des Himalaya sein. Wir sind jetzt auf 18.000 Fuß. Bisschen hoch, wir müssen noch mehr Höhe gewinnen. Heftig, 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 heftig. Okay, Planänderung. Ich fliege jetzt einfach geradeaus. Also wir drehen jetzt nach Osten und dann müssen wir eigentlich Richtung Lukla kommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Heftig. Wunderschön, aber heftig. Riskieren wir es. Ein schönes Foto. Jetzt kommt eins. So. Wahnsinn. Wie gesagt, ich muss wieder was Handy machen. Hart. Okay. So weit, so gut. So, wir könnten versuchen, ein bisschen tiefer zu gehen. Das würde, dann könnten wir ein bisschen Fahrt aufnehmen. Allerdings dann die Gefahr, dass wir halt irgendwo reinsammeln. Und viel tiefer können wir gar nicht. Also scheiße, jetzt 20.000 Meilen, 20.000 Fuß hoch. Fuck. Ach, da habe ich was gemacht. Oh.
Na gut, drückt mir die Daumen, dass das hinhaut. Es bringt leider auch nichts, das Gemisch zu ändern. Heftige Turbulenzen hier, fuck. Ich versuche mal wieder auf 14.000 runterzukommen und versuche dann meinen Weg da durchzuschlängeln, weil so sind wir ewig unterwegs. Und gerade hier muss die Grafik rumspacken, ey. Ärgerlich. Übrigens gehört das hier schon zu Tibet, wo wir hier sind. Tarakant nennt sich der Gebirgszug, okay, gut zu wissen. Ist das echt ein Gebäude, ein Marschteil? Ich fliege ja gern durch Schluchten, aber bisher war es immer freiwillig, nur hier muss ich. Es geht gar nicht anders. Also es geht schon anders. Dazu muss ich aber über die Dienstgipfel der Maschine hinaus, also weit über die 14.000 Fuß. Da fängt es dann an zu stottern und dann wird es sehr langsam. So, bleiben wir jetzt hier in diesem Canyon. Und versuchen herauszukommen und einen Landeplatz zu finden. Mal geil hier. Ich muss da ein bisschen weiter nach Süden, weil ich will immer noch den Tempel erreichen.
beziehungsweise den Indira Gandhi Airport. Wenn du hier abschmierst, kommt kein Postbote mehr. So viel ist sicher. Oh, gleich wird's wieder eng. Mit der Motorleistung. Ja, das war wieder so eine typische Toji-dämliche Idee, einfach hier rüber zu fliegen, ohne zu planen. Das hätte ich cleverer machen können. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier Lücken finde, die unter 14.000 Fuß sind. Dass ich immer genug Leistung habe. Scheiße. Hab mich in eine blöde Lage gebracht. Motor fehlt die Leistung und du musst hochziehen, weil ein Berg kommt.
Keine Ahnung, wo der nächste Flugplatz ist. Dämlich. TJ, das war dämlich. Manali, bitte sein Airport. Wahrscheinlich nicht. Mal gucken, ist ein Versuch wert. Langsam werde ich nämlich müde, ich bin schon über 2 Stunden unterwegs und habe noch ein bisschen was zu erledigen. Ich muss zeitnah jetzt eigentlich runter. Oder. Oh Gott, ja, es ist ein Airport. Ja, es ist ein Airport. Ja, es ist ein Airport. Ah, Weltklasse. Gut. Gehen wir da mal runter. Was ist denn da eigentlich los? Gut. Okay. Von wo fliegen wir an? Gut. Sehr schön. Oh Gott sei Dank, eine vernünftige Bürste. Sauber. Aber ihr seht, heftige Turbulenzen hier. Echt heftig. Ich versuche dann aus diesem Canyon anzufliegen. Landeklappen aus. Fahrwerk runter. Austrennen.
Glück gehabt. Wenig Wind, aber trotzdem Turbulenzen. Interessant. Ja, sauber. Und wieder mal ist alles gut gegangen. Glück gehabt, Glück gehabt. Überhaupt nicht da, wo ich hin wollte, aber es war ein schöner Flug. Okay, wir haben es gepackt. Sehr schön. Jo, hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Absturz und an meinem Leiden hier oben in den hohen Bergen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr wisst was, ich lasse das Video weiterlaufen. Ich mache vielleicht jetzt gleich noch die Planung für morgen. Machen wir, kommen wir schon mal an. So, gelandet sind wir hier in... Wo sind wir hier? VIBR. VI... BR. Okay. Nicht, was ich vorhatte, aber okay. Und dann mal schauen. VIBR. Morgen machen wir dann den Abflug hier. Okay, dort sind wir, alles klar. Und eigentlich wollten wir nach VIBD. Das war der ursprüngliche Plan. Ne, was war das? VI... Was war das? VIDP. DP. So, also wir sind echt weit ab vom Schuss. Wir sind nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Macht nichts. Geht's eben nicht nach Delhi, aber... Taj Mahal, scheiße, ich wollte Taj Mahal sehen. Oh. Okay, müssen wir doch da runter. Müssen wir doch da runter, gut. Okay, 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 also jetzt morgen hier hin. Nach Viak. Okay. Gut, machen wir das so.
Okay, also habt ihr schon gesehen, was ich morgen vorhab. Bin einen riesen Umweg geflogen, anstatt 3 Tage zu fliehen, verliere ich jetzt nur einen Tag. Okay, ist eben so, aber das war's wert, das war echt spannend in den Bergen. Jo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann morgen. Ich bin euer Tauragon, viel Spaß und bleibt gesund.